Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Let's Play. Ja, ich habe ja schon angekündigt, also in der Beschreibung unter dem letzten Part, dass dass es ab heute losgehen wird mit dem neuen Let's Play. Ja, und dass wir eine Horde spielen. Also da hätten wir die Auswahl zwischen der Krim, der Goldenen Horde, Kasan, Nogai, Usbekistan. Piraten, Mongolen sind auch noch Horden, soweit ich weiß. Bei den anderen bin ich mir nicht sicher. Müssten aber eigentlich auch Horden sein. Ja, Kant weiß ich auch nicht so genau. Aber Timuriden sind auf jeden Fall noch. Karakoyunlu bin ich mir jetzt auch nicht sicher, aber naja. Gut. Auf jeden Fall spiele ich mit Usbekistan. Ja, sind halt relativ einfach, solange die Timuriden einen nicht abfacken, sag ich mal. Ja, also halt nicht, wenn einem die Timuriden nicht auf den Keks gehen, ist sich halt mit irgendjemandem verbünden, den du angreifen willst, also potenzielles Opfer halt. Ja, genau, und die sind halt sonst relativ einfach, wie gesagt. Ja, wenn ihr was was Schwereres sehen wollt, könnt ihr euch das Let's Play von Legendary Marvin angucken. Er spielt nämlich mit den Mongolen. Ja. Naja, aber genug der Werbung. Sozusagen. Ja, und dann legen wir mal los mit Usbekistan. Iron Man Modus. Ja. Natürlich. Ja. Usbeken LP. So, einfach mal wieder so. Ja, dann gibt es jetzt erstmal diese Entscheidungen. Eine Missionarsstärke und 0,5 Prestige mehr pro Monat. So, ich sag erstmal was zu den Entscheidungen. Gründet Bukhara finde ich relativ sinnlos, weil man ist dann keine Horde mehr oder ist man es noch, aber ach, keine Ahnung. Jedenfalls war das sinnlos. Mogulreich. Das Mogulreich. Das ist. Ja, ich weiß nicht. Man muss halt 600 Gesamtentwicklung haben und das ist relativ schwer. Ihr werdet auch sehen, warum. Ja. Verein den Islam finde ich sowieso immer dämlich. Reformiert die Regierung. Nee, danke. Kulturelle Veränderung. Ja, kann man ja mal machen. Ja. Naja. Naja. Gut. Hätten wir das. Zur Mission. Kasan kann man machen. Das kann man machen. Er hat mich rivalisiert, die Euraten und die Arkan. Schon mal gut, dass die Timuriden nicht gemacht haben. Euraten, die Arkan, nehme ich natürlich auch. Und Kasan oder Nogai. Da muss ich mal kurz was gucken. Kasan mag mich. Nogai mag mich allerdings auch. Ja, dann nehme ich doch gleich mal die Mission mit Kasan. 3? Wie 3 Diplomaten? Hä? Oder habe ich. Ach nee, ich habe letztens mit Österreich gespielt. Da hatte ich nur 2. ja. Verbessern wir die Beziehungen mit Kasan. Und nehmen als Rivalen noch Nogai. Ups. Ist
eigene Land anschauen. Und No-Guide nehmen. So, als zweites den Temuriden-Beziehungen verbessern, damit die einem nicht so auf den Keks gehen. Und vielleicht noch, nee, ist schon so. Gut, das ist gut. So, dann. Ja, machen wir das so und so. Und bauen noch zwei, naja, eigentlich vier Truppen. Eins, zwei. Eins, zwei. Ja, mehr kann man halt nicht bauen. Man kann es aber immerhin finanzieren. Die Truppen. So, Thronfolger ist, naja, das würde ich nicht machen. Das kostet im Endeffekt nur Prestige. Weil irgendwann wird Moskau auf die Idee kommen, die Goldene Horde anzugreifen. Also, das bringt nichts. Und ich würde mir die Beziehungen zu Kasan versauen. Ja, ich lasse die jetzt einfach so. Die Typen, also die Thronfolger, die kann man ja auch jetzt umbenennen. Aber ich lasse die jetzt einfach mal so. Und die ist schon mit irgendjemandem verbündet. Ja, mit der Krim. Entschuldigung. Das ist gerade meine Stimme abgehauen. So, wen. Wen nehmen wir denn noch als relativ wichtig? Goldene Horde natürlich. Moskau. Die Timmys sind schon. Euraten sind auch. Die Mongolen. Ja, Ming. Falls die zerfallen sollten. Naja. Hey. Ödland, Ödland, Ödland. Ja, kann ist wichtig. Ja. Die Osmanen halt einfach nur so. Karaköyünlü noch. Ja. Novgorod könnte man auch noch machen. Ja. Naja. Dann machen wir jetzt mal weiter. Oh, die Chagatai. Okay, ist schon richtig gut, aber jetzt. Ja, das kann jetzt ein klein wenig dauern. Bis der erste Krieg losgeht. Ihr seht ja schon, wohin es geht. Im ersten Krieg, also wenn alles so klappt. Ja, ich hoffe einfach mal, dass das alles so wird. Machen wir mal auf A4. Ja. Ah, hier unten haben wir sie jetzt schon. Und hier haben wir sie jetzt auch. Dann noch. Und dann haben wir eine schlagkräftige Truppe. Okay, immer noch nur verbündet mit der Krim, das ist super. Ich glaube, ich würfel mir mal einen Anführer. Mehr kann ich mir eh nicht würfeln. Geht so. Na, schwach. Ah, du meine Fresse, andauernd schwach. Sowas geht mir ja immer auf den Keks. Mit dem Schwach. Schau den Anführer jetzt einfach mal hier rein. Viele Truppen hat Nogai eigentlich? Das schaue ich immer, also vor jedem Krieg eigentlich gern nach, außer vor kleineren Kriegen. Nogai, 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 Nogai. Die haben 12.000 Truppen. Okay, na dann.
Ja, was soll ich denn erobern? 6, 6, 12, 6. Also, ich nehme von Cheljaba. ja. Also, Cheljaba. Wenn ich es jetzt noch finde. Ach, hier ist es doch. Ja, dann erklären wir mal den Krieg. Das bedeutet Krieg. So, machen wir wieder eins langsamer. Ja. Also das kann jetzt ein bisschen dauern, bis die kommen, aber passt schon. Ach, da sind sie doch, die süßen Kleinen. Was ich noch gucken könnte, ich habe ja noch drei, ist einfach mal, habe ich hier ein Disziplin, okay. Nehmen wir. Ist gekauft. Ja. So hat man halt 5% mehr Disziplin, was sehr gut ist. Wo wollt ihr hin? Ah, die wollen tatsächlich dorthin. Sollen sie mal machen. Es wird deren Untergang sein, mich dort jetzt anzugreifen. Gut, erstmal ist es für das eine mein Untergang, aber ich hoffe, die halten durch, sehr schön. So. Dann gibt es eigentlich nur noch ein was. Und das heißt, eigentlich die hier auswählen und da hinstellen und denen hinterherlaufen. Ich schätze einfach mal, die laufen nach Nogai. Ja, das werden wir ja sehen, wo sie hinlaufen. Ja, die laufen immer noch so. Und dann laufen sie auch da hoch. Okay. Richtung Niederjig. Und wo laufen sie dann hin? Nach Orda. Und weiter laufen sie nicht. So. Wenn wir das hier hinten zum Kampf kommen. Und dann schaue ich auch gleich mal die Unterschiede an. Ich habe ein bisschen mehr Moral und 5% mehr Disziplin. Sollte ich eigentlich locker schaffen. Ja. Mal sehen, wohin sie jetzt fliehen. Ich laufe denen nämlich jetzt einfach hinterher. Ich schätze, sie laufen nach Busoluk. Oder auch nicht. Vielleicht nach Shiteru oder Agidel. Okay, nach Agidel. Ja, ich laufe jetzt einfach so. Sehr schön. Setzt ihr schon mal Nogai. Kommt es da oben tatsächlich zum Kampf? Ja. Gewonnen, aber auf Kosten von ein bisschen mehr der anderen. Ich laufe den jetzt einfach so erstmal hinterher. Mal wieder. Es war vielleicht nicht ganz so schlau, aber okay. Was will man machen? Laufen wir jetzt dahin.
Du. Dann laufen wir halt auch dahin. Sagt mir nicht, ihr wollt auch angreifen. Nee, die laufen sogar weg. Lauft hier einfach mal hier runter. Ach, es wird hier sogar schon zum. Nee, das sind dann die. Wahrscheinlich. Lauft wieder nach Nogai. Was, die Verteidiger? Ja, gut, das ist mir jetzt egal. Ich habe jetzt keinen Bock, 2000 zu verlieren, obwohl. Wie viel Mann brauche ich eigentlich noch? 10.000, oh Mann, wir werden abwarten. Von daher. Wohin flieht ihr denn noch? Ach, Mangi-Schlack. Mangi-Schlack, wie ich es gerne nenne. Ach ja. Oder auch nach Ustjord. Dann laufen sie halt dahin. Haben sie einen Kampfvorteil, aber mehr nicht. Na komm, jetzt haut die doch mal weg. Ist denn das so schwer? Einfach mal hochlaufen. Wieder. Und dann wieder. Und dann wieder. Oh Mann, ist das dumm. Vor allem mit diesen kleinen Trüppchen. Ist einfach nur beschissen. Stumm mit den kleinen Trüppchen. Fast keine Nahkämpfer mehr. Ich hab die zum Glück jetzt wegge. Ach nee, noch nicht mal. Oh Gott. Jetzt mal ernsthaft. Was soll denn diese Scheiße? Also wirklich. Nee, lauf bitte mal so. Halt jetzt den Fortschritt nicht verlieren. Stufe 2 Naturwissenschaftler. Ideenkosten brauche ich nicht. Jetzt 47 Dukaten. Ach ja, ist das schön, wenn man für seine Dingens nichts bezahlen muss. Der hält 10 Prestige. Ach komm, ey, ihr wollt mich doch echt alle verarschen. Ohne General ist zwar jetzt ein bisschen blöd, aber ich konnte halt auch keinen einsetzen, solange ich nicht auf meinem Land bin. Oh Mann. So. Ja, jetzt habe ich einen General zu viel und. Auf und dann check die. Ah.
wo ich das Off-Air mal gespielt habe, war das viel einfacher. Wirklich viel einfacher. Hatte ich wirklich nicht so die Probleme. Juhu. Aber verbünden werde ich mich trotzdem nicht mit Kazan. Ich laufe wieder zurück, weil die werden sich hier oben treffen irgendwo. Mach jetzt die platt. Ja. Euraten hat mir den Krieg erklärt. Ja, natürlich. Als hätte ich nicht so schon genug zu tun. Ach, ich belage jetzt einfach erstmal hier und dann werden wir mal schauen. So. Muss ja jetzt nicht unbedingt zu dem Kampf kommen. Ich nehme jetzt einfach ein bisschen was. Das machen sie schon nicht mehr. Dann lasse ich stehen das. Dann nehmen wir noch das und ein bisschen Kohle. Okay. So viel wie halt geht. Also der erste Krieg, der hätte durchaus profitabler sein können. Ach komm, auf die 7 Scheiße. Obwohl. Nee, nehme ich noch mit. Ja. Der erste Krieg, der hätte eindeutig profitabler werden können, aber ich muss mich ja jetzt gegen die Euraten wehren. Was so ein bisschen blöd ist. Und deswegen beende ich jetzt diesen Krieg. So. Erstmal hier rüber schicken. So. Und dann werden wir sehen, was ich meinte. Und zwar natürlich erstmal die Provinz Brandschatzen. Juhu. Autonomie erhöhen. Den hier. Wieso ist die eigentlich so hoch? Basis Kriegsmüdigkeit. Okay. Das können wir ja gleich ändern. Hier ist auf 113. Ne, auf 111, sorry. In Ruhe nach oben drücken und hopp. Mal auch eine 111 Provinz. Und hier auch. So. Das Verbrennen, wie ihr gesehen habt, das bringt immer 25 Macht pro. Also Machtpunkte pro Dingens. Ist schon. Na, pro. Ja. Ich komme gerade nicht drauf. Ja. So, die Euraten, worum geht's nach Hüm? Natürlich. Ja. Gut, ich muss mal kurz meine Kriegsmüdigkeit irgendwie senken. Hier ging das, genau. Das belgische Stimme. Oh, wegen Sibir und dem ganzen Scheiß. Mann. Hier, einfach mal erhöhen. Das passt dann schon. Okay. Ah, hier noch. So. Dann dauert das jetzt vielleicht ein bisschen länger. Wie viele Truppen haben die? Die haben 12 und 4. 16.000. Dann lasse ich die sich erstmal auffüllen. Und dann passt das schon. Und ich lock sie auf heimischen Boden.
Steppe. Okay, die Timmies. Ja, von mir aus. Kann ich mich mit den Timmies? Nee, leider nicht. Weil sie mir feindlich gegenüber gesinnt sind. Soll ich mich mit Kasan verbünden? Nee, lieber nicht. Schade. Dynastie, Staatsehe. Och man, feindliche Haltung, wieso? Schnucke ich nicht auch als Rivalen? Oder habe ich mir das eingebildet? Nee, eingebildet habe ich es mir nicht. Naja. Passiert mal. Passiert halt mal. Wir haben 10.000. Wisst ihr was? So. Und nicht anders wird jetzt gelaufen. Dann schaffen wir nämlich die 10 locker. Auch wenn die so einen scheiß guten General haben. Außer Chagatai. Nein, ich nehme keine Bündnisse an. Gerade. Ja. Moskau. Gegen Kasan, Timurinenreich und Ardalan. Okay. Das erklärt so einiges. Die Osmanen mögen mich sogar. Schön. Osmanen. Ja, und bei den Timmys lassen wir jetzt mal einen. Füllt sich halt auch relativ schnell wieder auf. So, die laufen nach Tupik, die. Lauf bitte dorthin. Oder nee, lauf dorthin. Und ihr bleibt einfach mal hier stehen. Ja, beibehalten bitte. Ist halt nur die Frage, wer kommt wann an? 26. April, Februar, März, April hat 30, so 4, 8 Tage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Am 4. Mai und am 4. Mai. Dankeschön. Ja, die haben 18.000 jetzt. Oh, und hier stehen 10.000. Könnte man ja mal gucken. 8 und 3. Okay, also die haben noch irgendwo 1.000. Die Mongolen. Die mögen ja der Euraten nicht, deswegen. Oder? Ja. Die werden also nur ihr eigenes Territorium verteidigen. Also habe ich es im Endeffekt nur mit 11.000 zu tun. Das ist gut. Und hier haben wir den letzten. Der 11.000, waren das wirklich nur 11.000? Jupp, es waren nur 11.000. Lustig. Damit wollen die mich bezwingen. Süß. Wirklich süß. So. Drehen wir den Spieß einfach mal um. Und belagern sie. Ja, wir müssen wohl gleich aufhören. Das sehe ich gerade. Sehr schön. Jetzt haben sie nur noch das, was hier rumläuft. Ich liebe gute Nachtgeschichten. Sozusagen halt. Karakulule. Knoten an der Zunge. Kahakuyunlu hat Georgien den Krieg erklärt. Oh, ernsthaft. Oh, ey. Ich hasse euch. Ich hasse euch sowas von. Kasan und Timuriden. Nogai und Timuridenreich, so. Oh Gott, wie ich die hasse. Penner.
Wirklich. So ein paar Penner. Tschuk. So. Aber ist vielleicht auch ganz gut, dann kann ich bis hier rüber mal noch so ein bisschen. Ist halt nur blöd, dass ich jetzt keine Rekrutenreserve mehr habe. Ja. Dann kommt es halt dort zu einem Kampf von mir aus. So wäre es eher da, 25. Ach, die haben auch noch eine Verteidigung. Wie ich sowas hasse. Sollten sie zwar eigentlich schaffen, aber. Ach, wir schaffen es auch, bevor ich dort bin. Laufen wir mal da hoch. Chakatai, genau, Chakatai hat ja Kant den Krieg erklärt, von mir aus gerne. Ja. Ja, und an der Stelle muss ich jetzt leider aufhören. Wir sind schon bei knapp 32 Minuten. Ja. Also, damit sage ich dann Tschüss. Euer Mr. Barker.